Ich weiß, für heute war eigentlich ein anderes Video angekündigt, aber das, worüber wir heute reden wollen, kann nun mal einfach nicht warten. Denn seit Tagen, seit ein, zwei Tagen, um genauer zu sein, geistert im Internet eine Liste von Maximum-Gold-Spoilern rum, die ziemlich heftig ist. Diese Liste wirkt so, als wäre sie fake, doch wir wollen uns heute mal etwas genauer damit auseinandersetzen, schauen, welche Karten auf dieser Liste sind und darüber reden, wie wahrscheinlich es ist, dass diese Liste nicht doch vielleicht richtig ist. Denn es gibt ein paar Dinge, die nicht viele Leute im Internet berücksichtigt haben, die ich hier gerne einmal einbringen würde. Falls euch das Ganze also interessiert und ihr schauen wollt, ob ich glaube, dass diese Liste echt ist oder nicht, dann bleibt gerne dran. Hallo alle miteinander und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde mir heute mal die ganze lange Anmoderation und Co. sparen, denn dieses Thema hier wird wahrscheinlich so oder so ziemlich langatmig werden und ich möchte dieses Video halt eigentlich so kurz wie möglich halten. Heute wollen wir uns mit Maximum Gold auseinandersetzen. Ich versuche immer mal wieder Maximum Prices zu sagen, aber das ist ein ganz anderes Set. Und wollen uns als erstes mal diese potenzielle Spoilerliste anschauen, die ja vor ein, zwei Tagen geleakt ist, in Klammern gesetzt, und wollen mal gucken, ob diese Liste an sich erstmal schon mal realistisch wirkt. Dafür wechseln wir einmal die Perspektive und jetzt seht ihr diese Liste auch schon vor euch. Die erste Karte auf dieser Liste ist eine Infernity-Karte, die schon länger mal einen Reprint gebraucht hätte. Die Karte geht ständig irgendwie 4, 5 Euro, manchmal 10 Euro, manchmal 3 Euro, ist aber alles in allem eine Karte, die schon länger mal einen Reprint gebraucht hat. Und momentan gibt es im OCG verschiedene Gerüchte, dass Infernity neuen Support bekommen wird und demzufolge nach macht diese Karte hier Sinn und das ist von der Logik her auch nicht allzu verwerflich, denn natürlich wissen auch Konami of Europe und Konami of USA oder Konami USA, ja, ich glaube das ist richtig, wissen natürlich trotzdem vorher Bescheid, welche Archetypes neuen Support bekommen, auch wenn diese Karten im OCG noch gar nicht announced wurden, damit die Produkte und Reprints hier natürlich im TCG passend zum TCG-Release dieser neuen Support-Karten auch mit Reprints vernünftig geplant werden können und wir nicht immer ein halbes Jahr warten müssen, bis wir quasi die alten Karten bekommen zu den neuen Karten, die released werden. Die nächsten Karten, die wir hier sehen, sind Blue Eyes White Dragon, Dark Magician, Red Eyes Black Dragon und Polymerisation. Das Ganze macht hier auch mehr oder minder sehr viel Sinn, sage ich jetzt mal, denn diese Karten hier, das sind sehr ikonische Karten, die Konami immer mal wieder gerne reprintet. So haben wir ja zum Beispiel diese beiden Kandidaten auch in Duelist Saga gesehen, was ja eine besondere Rarität, eine besondere Form der Ultra Rare hatte und ähnlich verhält es sich hier natürlich mit dem Produkt. Demzufolge nach werden diese Karten hier wahrscheinlich in der Premium Gold Rarity reprintet werden, falls diese Liste korrekt ist und das macht irgendwo Sinn, weil die Karten glaube ich auch im OCG in dieser Premium Gold Rarität rausgekommen sind. Es ist halt eine sonderbare Rarität und deswegen kann es sein, dass diese Karten hier einfach dieses Treatment bekommen. Plus die Tatsache, dass wir in MP20 den Dragoon bekommen, der ja meta-relevant ist und das eine Fusion aus Dark Magician Red Eyes ist, machen diese drei Karten hier in Kombination natürlich auch irgendwo Sinn. Einfach weil es eine Möglichkeit ist, die Karten zu reprinten und damit wieder massenverfügbar zu machen, sodass jeder diese Combo spielen kann. Die nächste Karte ist Monster Reborn und Monster Reborn braucht eigentlich schon länger mal einen Reprint. Das heißt, auch das macht hier Sinn. Es ist ebenfalls eine sehr ikonische Karte und könnte auch eine Karte sein, die wahrscheinlich in der Maximum Gold Rarität oder besser gesagt Premium Gold Rarity heißt die, das aber auch ein bisschen verwirrend, weil wir ja schon eine Produktreihe hatten, die Premium Gold hieß. Naja, egal. Auf jeden Fall könnte sie auch dieses Treatment bekommen, weil Monster Reborn ja auch schon seit Legend of Blue Eyes Void Dragon quasi dabei ist und das halt schon etwas Besonderes wäre. Die nächsten beiden Karten sind Dragon Maid Karten, die ja etwas teurer sind. Die brauchen natürlich auch langsam einen Reprint, das sehe ich halt absolut. Ich bin mir nur nicht sicher, in welcher Rarität sie dann in diesem Set drin wären, falls diese Liste stimmt. Auch Alistar ergibt hier Sinn, einfach aus dem simplen Grund, dass man ja mitbekommen hat, und das ist das Faszinierende, dass Alistar ja in dem Set, was jetzt rauskommt, in Battles of Legend Armageddon geskippt wurde. Also hier kein Reprint mehr gesehen hat und deswegen ist gerade die Secret Rare auch so ein bisschen am Steigen. Und das Verwirrende hierbei ist, dass diese Liste hier, diese Liste von Karten noch zeitgleich bzw. noch bevor überhaupt die komplette Liste von Battles of Legend Armageddon angekündigt wurde oder aber Konami selbst in ihrer Datenbank durchgerutscht ist, ist diese Liste hier schon im Umlauf geworden. Das heißt, hier ist rein prinzipiell schon mal irgendwie ein bisschen Background-Information auf jeden Fall korrekt gewesen, denn falls diese Liste ein Fake ist,
dann würde Alistair hier nicht chillen. Weil sonst wäre es so, dass man damit gerechnet hätte, dass Alistair ja auch in Battles of Legend Armageddon drin ist. Das heißt, dass Alistair hier inkludiert ist, ist eine Sache, die diese Liste schon mal glaubhafter macht, Tatsache. Die nächste Karte ist Nibiru, the Primal Being. Und auch das ist etwas, was ich sehen kann. Denn wir haben hier natürlich den Dimension Shifter nicht drin, denn der ist aktuell noch nicht so beliebt, dass er überhaupt einen Reprint braucht. Und Dark Ruler No More wird ja wahrscheinlich auch im TCG Import des Charma Structure Deck sein. Demzufolge nach macht Nibiru hier Sinn, weil diese Karte bisher keinen anderen Reprint angekündigt hat. Und dass Nibiru rausgekommen ist, ist der jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Natürlich ist er nochmal verfügbarer geworden, da die Tints ja eine Reprint Wave bekommen haben. Trotzdem braucht er mal langsam eine andere Rarität und egal, ob die Karte jetzt hier in Rare drin ist oder aber in Premium Gold Rare, es ist eine Karte, die wir brauchen. Die nächste Karte ist Phantasmai und auch das kann ich hier aus mehreren Gründen einfach sehen. Ich würde davon ausgehen, dass die Karte hier dann nicht in der Premium Gold Rarität rauskommen würde, sondern in Rare einfach mit Goldschrift, wie es angekündigt wurde, weil die Karte ja nicht mehr so gut ist wie zu Master Rule 4, trotzdem aber noch eine relevante Karte und man sie halt zusätzlich einfach nutzen kann, um ein Set zu verkaufen und das vielleicht der Print ist, der diese Karte wirklich massenverfügbar macht. Dann haben wir als nächstes Eldritch the Golden Lord. Und das ist etwas, wo viele sehr kritisch waren. In einem Livestream von Konami zum Anfang der Corona-Zeit war es ja so, dass die Kommentatoren, die diesen Livestream kommentiert haben, gesagt haben, oh, der Golden Lord, ne? Wie sieht's denn da aus? Wir haben doch schon lange keine Gold Edition mehr gemacht. Wäre es nicht lustig, wenn die Karte da drin wäre? Und dann haben die darüber ein paar Witze gemacht und über Eldritch the Golden Lord in Gold Rare etc. und haben dann gesagt, wir behalten das mal im Hinterkopf. Und damals habe ich das ja schon thematisiert und gesagt, na, es würde mich nicht wundern, wenn wir innerhalb der nächsten Wochen eine Gold Edition angekündigt bekommen, weil sie die ja wirklich schon länger nicht mehr gemacht haben. Und siehe da, Maximum Gold. Das sollte aber halt einfach nur so ein bisschen dazugehören. Einfach um jetzt darauf zuzukommen, dass natürlich die Karte jetzt relativ schnell ein Reprint bekommen hat, aber wenn sie hier in dieser Premium Gold Rarität drin ist, heißt das ja immer noch nicht, dass die Karte super leicht zu ziehen ist und es bedeutet, dass sie halt trotzdem einfach massenverfügbarer wird, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht mehr in Konamis Interesse ist, eine Karte nicht so verfügbar zu machen aufgrund von Shortprinting. Dagegen haben sie sich ja inzwischen ausgesprochen, nichtsdestotrotz war halt der Golden Lord eine Shortprint und man sieht, was für einen massiven Effekt das hat. Eine Karte davon kostet ca. 100 Euro und ich kann mir hier halt einfach vorstellen, dass sie die Karte lieber auf einen Preispunkt von 30 bis 50 Euro im Einzelkartenmarkt runterbringen wollen. Das heißt, es wäre eine nette Idee gewesen, ihn hier rauszubringen, beziehungsweise es wäre eine nette Idee, ihn darin rauszubringen. Plus, es würde zu Konamis aktuellem Marketing passen, denn das ist sehr gut. Alles, was momentan um das TCG passiert, ist sehr, sehr sinnig. Ihr müsst ja auch mal überlegen, in Battles of Legend Armageddon, sowohl der 10.000 Dragon als auch der Utopia in dieser Sechselschrift, die ja in Starlight Rare angekündigt wurden, das ist ja auch wieder ein sehr, sehr guter Move. Die Collectors Rares waren ein sehr, sehr guter Move und Starlight Rares in general waren ein sehr, sehr guter Move. Das heißt, auch das würde hier dazu passen, dass diese Worte sehr gewählt genannt wurden, eben um dieses Foreshadowing zu nutzen und die Leute auf das, was hier kommt, vorzubereiten im Unterbewusstsein. Die nächste Karte hat bei vielen Leuten ebenfalls wieder Zweifel an dieser Liste ausgelöst, aber es ist trotzdem Folgendes. Harpy's Feather Duster ist eine Karte, die schon lange um ein Reprint bettelt und schon lange darum bettelt, von der Bannliste runterzukommen. Auf 1 ist sie schon seit Ewigkeiten im OCG und ist da nicht so wirklich eine Katastrophe. Das heißt, wir könnten sie auch jetzt, wo wir vor allem so Karten wie Lightning Storm im TCG haben, können wir sie eigentlich ohne Probleme auch auf 1 zurückbekommen. Und ihr dürft nicht vergessen, dass die nächste Bannliste für September, Anfang September angekündigt ist und dieses Set am 9. Oktober rauskommt. Das bedeutet, wir könnten hier potenziell halt entweder eine falsche Liste sehen oder aber sogar noch Spoiler für die nächste Banliste. Als nächstes kommt ein Rank Up Magic und da habe ich eigentlich schon damit gerechnet, dass sie in Battles of Legend Armageddon drin ist, war sie nicht, das heißt die Karte macht hier Sinn. Flame Buffalo ist eine Karte, die mal wieder geprintet werden kann, egal jetzt ob in Rare oder in Premium Gold Rare. Das ist einer der Punkte, wo ich schon einige Leute verwirrt gesehen habe, aber dazu kommen wir später. Das gleiche gilt halt für Lady Debug, für Hootcake
Und Mirmeleo und die anderen Trap-Tricks-Karten hier, die machen rein prinzipiell hier auch wieder Sinn. Dazu möchte ich auch später noch kommen. Diese Gravekeeper-Karten, ja, das funktioniert rein prinzipiell auch. Fehler und Shared Right sind auch Karten, die schon lange kein Reprint mehr gesehen haben. Dann haben wir hier, glaube ich, eine Lair of Darkness-Zauberkarte und dann zwei Finsterlords, die hier auch irgendwo Sinn machen. Monarchs Erupt ist auch eine Karte, die schon lange keinen Print mehr gesehen hat. Plus langsam mal wieder eine Art Holoprint bekommen könnte, wobei ich mir sogar eher vorstellen könnte, dass sie hier in Rare mit Goldschrift drin ist. Take Tomborg ist eine Karte, die auch schon lange mal wieder nach einem Reprint ruft. Vor allem, weil man überlegen muss, dass für den Fall, dass neuer Speedroid-Support kommt, ist Take Tomborg eine Karte, die sogar alleinstehend relevant sein kann, ohne dass man Terror Talk nutzt. Das bedeutet, diese Karte nochmal verfügbar zu machen, kann sehr nett sein. Scrap Recycler nochmal in Rare zu bringen, ist ebenfalls vielleicht auch gar nicht die schlechteste Idee, denn momentan hat die Karte einen Reprint in Fist of the Gadgets gehabt, was nicht gerade ein oft geöffnetes Set ist. Demzufolge nach ist sie nicht allzu massenrelevant und ein Reprint in Common in einem Structure Deck, das aber auch nicht das beliebteste Structure Deck war. Das war ja das neue Machina Structure Deck. Demzufolge nach ist es eine Karte, die trotzdem im Preis wieder hochklettern könnte, sobald sie wieder sehr relevant wird. Und demzufolge nach kann man sie hier direkt präventiv noch einmal drucken, um halt quasi die Masse generell Scrap Recycler zu geben, sodass die Karte erstmal keinen Jump machen wird. Dann haben wir Union Hanger und Alarmstart, was auch wieder Karten sind, die rein prinzipiell seltsam sind, aber andererseits auch wieder nicht. Denn natürlich ist es momentan so, dass ABC Dragon Buster auf 1 ist, aber es kann natürlich auch sein, dass diese Karte jetzt von der Liste wieder runterkommt. Das könnte natürlich einerseits wieder ein Spoiler sein für die nächste Bandlist. Es kann aber genauso gut auch einfach sein, dass irgendwas anderes kommt, wo die Karten halt irgendwie mit synergieren, wobei das etwas knifflig ist, weil die ja schon sehr, also vor allem Union Hanger ja sehr spezifisch auf den ABC Archetype zugeschnitten. Das heißt, hier ist so der erste Punkt, wo ich es ein bisschen kontrovers finde, aber da müssen wir auch einen anderen Punkt ansprechen. Ich finde, an sich sind diese Reprints hier nicht so sinnig, wenn nicht ABC, Buster Dragon, A, B und C auch drin vorhanden sind. Aber diese Liste hier beinhaltet 70 Karten. Das Set ist größer als 70 Karten. Das heißt, nur weil wir diese Liste hier bekommen haben, heißt das nicht, dass diese Karten nicht dann trotzdem drin sein werden. Also A, B, C und der ABC Buster Dragon. Und dann kann es natürlich sein, dass das wieder ein Foreshadowing für die nächste Banlist ist. Dann sehen wir hier Maschinendupli und auch da bin ich 100% auf der Seite, dass die Karte halt unbedingt ein Reprint braucht. Dann sehen wir hier die Chocho Crow, heißt sie, glaube ich. Eine Karte, die nur ein einziges Mal in einem Yu-Gi-Oh! Starter Deck, ich glaube 2015, gedruckt wurde und seitdem ganz schön gespiked ist, weil man sie für irgendeine Combo braucht. Und da kann man die Karte ja durchaus mal printen. Genauso wie Whitestone of Ancients hat auch schon lange keinen Print mehr gesehen und die Legendary Collection Kaiba, die diese Karten ja zuletzt beinhaltet hat, ist in der Tat doch auch inzwischen sehr teuer geworden und viele Karten sind doch nicht mehr so oft auf dem Markt, obwohl dieses Set extrem häufig geöffnet wurde, also macht auch das hier irgendwo wieder Sinn. Impermanence ist ebenfalls eine Karte, die wir jetzt langsam für die Massen drucken könnten. Das heißt, wir können hier entweder sowohl eine Premium-Gold-Rarität sehen, aber vielleicht auch eine Gold-Colored-Rare-Variante dieser Karte. Who knows, who knows. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant, wenn wir hier viele von diesen guten Karten wirklich einfach in Low-Rarity bekommen würden, um zu sagen, Leute, hier ist was zum Spielen. Die nächste Karte ist Trade-In und auch die Karte hat quasi ihren letzten Holoprint, glaube ich, in der Legendary Collection Kaiba gesehen. Auch das macht Sinn. Wir sehen hier Samurai Support und dann Called by the Grave. Auch eine Karte, die mal wieder ein Reprint braucht und irgendwo Sinn ergibt. Dann haben wir den Neos-Kontakt. Funktioniert rein prinzipiell auch. Man muss das Set ja irgendwie vollkriegen. Foolish Burial, wo ich mir wieder vorstellen kann, dass diese Karte einen Premium-Gold-Print bekommen würde. Einfach, weil diese Karte auch schon Ewigkeiten im Game ist. Genauso wie Supi-Polymerisation. Ist nicht mehr die Super-Polymerisation, ist die Supi-Polymerisation. Als nächstes sehen wir Unexpected Die und Lose One Turn, was Karten sind, die auch irgendwann mal wieder ein Reprint gebrauchen können. Ich könnte mir hier genauso wie bei allen Barriere-Statuen vorstellen, dass das ein Gold-Rare-Schriftzug print wird. Und auch bei diesen Ghost-Mädchen
Ist es an sich so, dass man sagen würde, hey, die Karten sind Overkill? Auf jeden Fall habe ich das einige Kollegen und YouTuber hören sehen, dass das hier Overkill wäre, aber andererseits wäre es eine gute Chance, denen nochmal eine spezielle Rarität zu geben oder aber sie noch massenverfügbarer zu machen, da ja zum Beispiel der Preis von Ash Blossom durch Dual Devastator immer noch nicht gekillt wurde und die Karte halt einfach super relevant für das Spiel ist. Das heißt, wenn sie hier in Rare drin wären, wäre das halt auch nochmal eine Möglichkeit, die Preise ordentlich runterzudrücken. Plus, wir haben ja zu Eternity Code keine Special Edition bekommen. Das heißt, wenn Ghost Mona hier halt ein Reprint sieht, ist das auch nicht das Unwahrscheinlichste, dass wir halt keine Special Editions mehr bekommen, wodurch Core-Sets an sich erstmal häufiger bestellt werden und ein bisschen mehr Value halten, aber dafür die Reprints halt etwas früher kommen. Der Stardust Charge Warrior ist auch eine Karte, die schon eine Weile einen Reprint braucht und bisher nur in Gold Secret Rare rausgekommen ist, aus Premium Gold 3. Und da haben sich auch wieder einige Leute darüber aufgeregt, gesagt, hey, viele Karten, die man hier sieht, sind Karten, die doch schon mal einen Gold Reprint bekommen haben. Was soll denn das? Aber das ist ein Punkt, den anscheinend viele vergessen haben. Das Set wird nicht nur Premium Gold Rares enthalten, das Set wird auch Rares enthalten. Das bedeutet, so Karten wie Shared Right, Fehler, die Trap Tricks Karten, Beatrice und der Charge Warrior, nur als Beispiel, sind Karten, die in Rare kommen könnten. Und vor allem bei Beatrice kann ich mir das sehr gut vorstellen, denn alle Leute im TCG haben sich eigentlich darüber aufgeregt, dass Beatrice noch nie eine andere Rarität als dieses Premium Secret Rare Gold Gedöns bekommen hat. Und in Rare ist sie ja ursprünglich im OCG rausgekommen. Das heißt, auch das kann ich mir rein prinzipiell vorstellen. Utopia the Lightning ist hier auf der Liste und in Battles of Legend Armageddon. Das heißt, das hier könnte auch der Todesstoß für Utopia the Lightning sein, eine Karte mit einem Preistag zu sein. Denn es könnte sein, dass sie hier halt einfach in Rare rauskommt und deswegen dann halt quasi einfach günstig wird. Ähnlich wie wir es jetzt in Toon Chaos gesehen haben mit Chaos Emperor Dragon, der ja quasi seitdem er existiert niemals eine wirklich günstige Karte wurde, bis jetzt, wo er halt in Rea gekommen ist. Die nächsten Karten, die wir sehen, sind Zudiac-Karten und auch das ergibt irgendwo Sinn, denn es ist ebenfalls im OCG schon länger in der Gerüchteküche, dass Zudiac neuen Support bekommt. Und noch dazu kommt ja, dass neuer Beast Warrior Support, also generischer Beast Warrior Support, angekündigt wurde. Und der synergiert ja vielleicht irgendwie ein wenig mit Zudiac. Das heißt, es kann auch sein, dass das gemeint war. Und da macht hier halt einfach der Reprint dieser beiden Karten Sinn. 10 Nummer 100, 707 und dieser Super Robo sind alle Karten, die Reprints gebraucht haben. Genauso wie Tree Toad oder Totally Awesome in unserem Fall eine Karte ist, die rein prinzipiell ein Reprint brauchen könnte, ein Reprint verdient hat. Und auch hier ist es eine Karte, die im OCG ursprünglich als Rare rausgekommen ist. Das heißt, es kann sein, dass die hier jetzt bei uns ein Rare-Treatment bekommt mit Goldschrift. Linkoribo macht auch wieder Sinn, da diese Karte ständig rausgefeuert wird. Es ist eine Karte, die man spielen kann und deswegen wurde die halt inzwischen einfach totgeprintet, weil ich glaube, dass niemals wirklich außer die Jump-Version im Gedanken war, diese Karte teuer zu halten und deswegen macht auch hier der Reprint wieder Sinn. Ich glaube, seit Dual Power hat die auch schon wieder keinen Reprint mehr gehabt. Egal, die nächste Karte ist der Magnite Morningstar und diese Karte hat, glaube ich, bisher überhaupt keinen Reprint bekommen. Das heißt, auch das ist unglaublich notwendig. Dann haben wir Badich, was eine Karte ist, die ebenfalls momentan auf der Banliste ist. Aber Phantom Rage ist ein Set, das, ich glaube, kurz danach rauskommen wird, nach Maximum Gold. Ich glaube, das erste Core-Set von 2021, wenn ich das richtig im Kopf habe. Demzufolge nach, da ist Phantom Knight Support drin. Macht es rein prinzipiell auch vielleicht Sinn, Badish hier entweder schon mal zu reprinten und dann mit der nächsten Liste nach September ihn wieder zurückzuholen. Oder aber ihn auch schon auf der September-Liste, um das Ganze etwas anzuhypen, wieder von der Liste runterzuholen. Bisschen knifflig, das ist die erste Karte hier drin, die es wirklich unrealistisch macht in meinen Augen, denn Konami bringt in der Regel keine Karten von der Banlist, bevor der neue Support gekommen ist. Andererseits reprinten sie aber auch in der Regel keine Karten, die auf der Banlist sind und entbannen sie erst danach. Wobei, wie ist das nochmal mit Exiton Knight gewesen? Der ist doch auch reprintet worden und dann erst von der Banlist gekommen. Also es macht es nicht komplett unglaubwürdig, aber es ist etwas komplizierter und Boris Hort ist so oder so eine Karte, die dringend nochmal einen Reprint braucht. Das heißt, auch das macht hier Sinn. Jetzt wollen wir uns aber mal ein wenig mehr damit befassen, ob diese Liste jetzt eigentlich
echt ist oder nicht. Das finde ich nämlich sehr interessant. Nummer eins, woran viele diese Liste hier versuchen zu debunken, ist, dass sie sagen, hey, viele Karten sind schon in Gold Rare geprintet worden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so viele gute Karten einen Holoprint nochmal bekommen, weil das ja unglaublich wertvoll ist, vor allem wegen der Sonderrarität. Aber, und noch dazu, wo sind denn, ach, das habe ich auch so oft gehört, wo sind denn hier Apollosa, Stratos und Drowned Lovebird, die ja angekündigt wurden, hier drin auf jeden Fall ein Reprint zu haben. Aber das sind alles Argumente, die für mich nicht so wirklich stehen, denn Folgendes ist der Fall. Hier ist das Statement von Konami zu Maximum Gold und wir sehen hier ganz klar, dass es 52 Premium Gold Rares geben wird und 110 Gold Letter Rares. Das bedeutet entweder, dass wir ein Set haben, das 162 Karten groß sein wird, oder dass wir ein Set haben werden, das ca. 150 Karten groß ist und einige Karten halt in zwei verschiedenen Raritäten hier drin vorhanden sein werden. Ich weiß das noch nicht recht. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein 162 Karten Set ist und das hier sind gerade mal 70 Karten. Gerade mal. Das bedeutet, wir sehen hier quasi die gute Hälfte von Maximum Gold. Und dann hauen wir noch eine Apollosa, einen Stratos und einen Drowned Lovebird drauf. Und was ist, wenn die restlichen Karten jetzt nicht so gut sind? Ich meine, wir können hier viel nochmal einfüllen. Wir können überlegen, wir können viele Six-Samurai-Karten reprinten, weil da ja eine Sechs-Samurai-Karte auf dem Bild ist, die nicht so viel Sinn ergeben, die gar nichts wert sind. Wir können hier viele Karten reprinten, die mit ABC zu tun haben, die wir eigentlich nicht nochmal brauchen. Union Support reprinten, die wir nicht nochmal brauchen. Wir können hier eine ganze Liste durchgehen. Wir können rein prinzipiell, wenn die hier auf der Liste sind, nochmal den ganzen Finsterlord Support reinklatschen, der eigentlich keinen Reprint braucht. Wir können das ganze Lair of Darkness Zeug hier reinklatschen, was an sich aber mal eine ganz nette Sache wäre. Das heißt, wir bekommen hier irgendwie auch noch viele Karten in dieses Set rein, die eigentlich auch vorher keinen Wert gehalten haben und dann sieht das Set immer noch sehr gut aus, aber nicht mehr so gut, wie es das gerade tut. Denkt dran, das hier ist nicht das komplette Set. Das bedeutet nicht, dass jedes Pack, das ihr öffnet, ein Home Run ist, sondern das hier würde einfach nur bedeuten, dass das alles Gutes ist, was ihr sehen und der Rest, der von jetzt an veröffentlicht werden kann, nur noch Mist ist. Die nächste Sache, die halt einfach wichtig ist in Betracht zu ziehen, ist die Quelle der ganzen Sache. Und zwar ist das The King, The King of Games Italy. Genau. Und die, und noch dazu wurde das Ganze von Cardloncho auf Facebook geteilt, wo man hier das Logo sehen kann. Und das sind eigentlich beides Quellen, die bisher immer sehr, sehr zuverlässig waren, eigentlich nie falsch gelegen haben. Und das über einen längeren Zeitraum, nicht bloß über 2-3 Monate, sondern halt wirklich über Jahre sehr zuverlässige Quellen für irgendwelche Spoiler, Leaks etc. waren. Und es gibt sogar auf der Seite von The King of Games einen separaten Artikel. Dieser ist natürlich italienisch. Wir sehen hier auch ein Bild, was ich bisher nicht gesehen habe. Dieser Artikel ist eigentlich auf Italienisch. Ich habe jetzt nur den Google Translator rübergehauen und wir wollen uns damit jetzt mal ganz kurz befassen. Denn was natürlich auch sein kann, warum sollte man so einen Artikel veröffentlichen? Warum sollte man so eine Liste als unoffizielle Spoiler-Leaks veröffentlichen? Diese Karten, die in, also als wirklich als in Maximum Gold definieren wollen, wenn man sonst eine so gute Reputation hat und die sich dann, falls es nicht die Wahrheit ist, damit komplett zerschießen. Das ergibt ja keinen Sinn. Die werden sogar selber wahrscheinlich ihre Quelle doppelt und dreifach gecheckt haben, bevor sie einfach das Ganze posten, weil sie ja ihren Ruf eigentlich eher wahren wollen. Und das ist halt eine Sache, die schon mal eher gegen ein Fake spricht. Eine weitere Sache, die dagegen spricht, ist die Tatsache, dass ja rein prinzipiell, wenn es eine Facebook-Seite wäre oder so, die hätten gehackt werden können. Es einfach hätte ein Hack sein können, um der Seite zu schaden, um The King of Games zu schaden oder um einfach die Community ein wenig zu trollen. Aber dann wäre Nummer 1 der Post inzwischen wahrscheinlich weg und Nummer 2 dieser Artikel nicht hier auf der Webseite. Und das ist ja etwas, was wesentlich schwerer ist, eine Webseite zu kapern und dann wirklich über mehrere Tage so in seiner Hand zu halten, dass dieser Artikel online bleibt. Vor allem, weil man dann ja ganz andere Shenanigans mit der Seite machen könnte, um ihnen wesentlich mehr zu schaden. Das heißt, auch das ist eher ein Argument, das dafür spricht, dass diese Liste echt ist. Und eine letzte Sache, die man hier nicht vergessen darf, ist, dass hier steht, dass sie ganz klar als Quelle Whistleblower, die Konami intern sind, ansprechen. Und das ist etwas, was wir bisher noch nicht hatten, aber rein prinzipiell natürlich möglich ist, beziehungsweise schon länger nicht mehr. Es wäre aber rein prinzipiell
möglich, dass wir hier halt einfach Spoiler sehen, die von Leuten, die gerade mit im Boardroom und wo die Karten besprochen werden, sitzen und quasi diese ganzen Karten besprechen. Das fände ich sehr interessant und ich bin ganz ehrlich, nach dieser ganzen Sache, nachdem wir uns das alles angeschaut haben, es würde mich nicht wundern, wenn diese Liste Tatsache echt ist. Es gibt viele, die sagen, ich glaube das nicht, das garantiert ein Fake. Ich würde einfach nur sagen, genießt diese Liste mit Vorsicht. Genießt diese Liste mit Vorsicht, aber ich würde Tatsache davon ausgehen, dass diese Liste echt ist. Es sind sehr viele sehr gute Karten bisher auf dieser Liste, aber dieses Set ist doppelt so groß, mehr als doppelt so groß als das, was wir bisher wissen. Und wir haben schon in der Vergangenheit mehrere Sets gesehen, wo mehr als die Hälfte der Karten sehr gute Reprints waren. Nicht nur ein Battles of Legend, Lights Revenge, da war jedes Pack ein Homerun, aber auch so Sachen wie Premium Gold 3 waren sehr, sehr viele sehr gute Karten drin. Und auch wenn man zurückdenkt, Premium Gold 2 und Premium Gold hatten auch unglaublich viele gute Reprints für die Zeit, als die Sets rausgekommen sind. Das darf man halt nicht vergessen. Und diese Legacy von den Gold Editions will Konami wahrscheinlich auch weiterführen. Noch dazu darf man nicht vergessen, dass zu der Zeit, als das Ganze mit dem Virus losging, das wahrscheinlich das erste Set war, das noch nicht geplant war, beziehungsweise noch nicht vollends geplant war. Von den Sets, die wir jetzt veröffentlicht sehen, selbst MP20 wird zu dieser Zeit wahrscheinlich großteils durchgeplant sein. Und das hier könnte halt einfach Konamis Reaktion gewesen sein, ihr Anspruch von wegen, hey, wir geben den Spielern all diese Karten, wir haben in letzter Zeit schon viele gute Produkte gemacht, aber das ist das Produkt, das die Leute noch für ein paar Monate länger bei der Stange halten soll, eben indem wir gerade das Spiel wesentlich günstiger machen, so dass es den Leuten möglich ist, Meta-Decks zu bauen, ohne viel Geld dafür auszugeben, machen Sachen massenverfügbar, so damit die Leute, wenn es wieder losgeht, richtig direkt wieder auf die Turniere strömen, einfach weil sie diesmal für ein Deck nicht 600, 800 Euro ausgeben mussten, sondern vielleicht 100, 200 Euro. Gut, lasst mich doch jetzt mal eure Meinung unten in den Kommentaren wissen. Ich finde das Thema sehr interessant, ich finde es sehr wichtig, darüber zu reden. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Denkt dran, auch die Notification-Glocke zu drücken. Morgen ist wieder Market Watch und Vintage Market Watch dran. Plus, dass wir zwischendrin auf Twitch streamen werden. Näheres dazu hört ihr dann natürlich morgen noch in den Videos. Ansonsten würde ich sagen, mein Name ist Alex von Rising Time. Card Market und eBay Shop unten in der Videobeschreibung, falls ihr bei uns ein paar Karten kaufen wollt. Macht's gut. Bis morgen, habt einen schönen Samstag. Ciao.